Clive! Na endlich! Wo sind die Akasischen? Noch irgendwo im Norden. Aber Doris Leute erzählen die reinsten Schauergeschichten. Das sind wohl Unmengen. Ich hab Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht. Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut gemacht. Willkommen zurück, Sid. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meistgeächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Können wir wieder auf dich zählen? Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davonschleichen. Schledorn. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Sultan, lang nicht gesehen. Witzig, was für alte Säcke aus uns geworden sind, was? Soll das ein Witz sein? Wie wär stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudumme Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen. Vulkan hat sein Leben so verschwendet, aber darauf hatte ich keine Lust. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und habe mich meinem Handwerk gewidmet, um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz, aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Weil hier sonst alle verhungert wären. Genug. Wir haben keine Zeit dafür. Schlagt euch die Köpfe ein, wenn Dravost gerettet ist. Von mir aus. Mehr hab ich sowieso nicht zu sagen. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber gib uns einen Moment. Ich brauche einen klaren Kopf, bevor ein Akasischer kommt, der ihn mir abreißen will. Also dann, bist du bereit? Ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist wahr. Trotzdem sollten wir nochmal mit den Späheren reden. Böse Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, und Schledorn, du und Sultan, ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Die Akasischen rücken an! Wie nah sind sie? Schon fast an den Mauern. Und aus den Minen kommen immer mehr. So viel zu böse. Na schön. Wer von euch will zuerst? Dunkelheit!
gehören dir! Anscheinend nicht. Du kommst hier nicht vorbei. Sie gehören dir! Schnapp sie!
So, das war's jetzt aber. Hoffe ich zumindest. Bin ich froh. Du hast es überlebt. Habe ich genug aufgehalten? Genug aufgehalten? Du hast das ganze Rudel abgemetzelt. Fast zumindest. Soll das heißen? Ja, ein oder zwei wollten über die Mauer. Aber keine Sorge. Die sind nicht weit gekommen. Gut. Aber vergiss nicht, da werden noch mehr nachkommen. Irgendwann, ja. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Komm, wir gehen wieder rein. Sid, hat man sowas schon gesehen? Du hast da draußen ja wirklich alles zu Klump geschlagen. Die armen Viecher konnten einem fast leid tun. Was ich eigentlich sagen will ist, danke. Dravost wird nicht vergessen, was du heute getan hast. Der Frieden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird? Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja, ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein, aber wir bleiben trotzdem hier. Ätherfluten gibt es überall. Nirgendwo ist es mehr sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wir verstärken die Tore im Norden.
und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Und zu dir, Schledorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn, ich hätte dir eh nicht zugehört. Der Neid hat mich geblendet. Ich hab mich immer abgerackert und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich hab nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaub, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht, ja, aber hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz Dalmekias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll, nur weil es schnell geht und Geld einbringt. Hier geht es keinem mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn, damit Dravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebalg stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern ja sagen, aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Ich habe Leute, die sich auf mich verlassen. Die kann ich nicht hängen lassen. Ich verstehe schon. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das wäre schön. Sag Snorri, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Schledorn, der Meisterschmied der Geächteten, setzt sich für Dravost ein. Dass ich den Tag mal erleben würde. Na, das lief doch nicht schlecht, oder? Sogar besser als gedacht. Sid, ich hab hier was für dich. Was ist das? Der gebrochene Amboss. Ein Zeichen der Dankbarkeit Dravosts. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch was viel Besseres für dich. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingen schmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Dravost gelockt hat? Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was. Wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Weißt du was? Ich glaube, da ist was dran. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Natürlich ist es das. Solange er unser Geheimnis wahrt. Gut. Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns eine Legende schmieden.